Ich habe den Freitag verpasst, oder? War jetzt Donnerstag oder Freitag? Ne, heute ist Freitag, gut. Heute müssen wir zu Grobus. Ein paar Zentimeter Schnee, damit kann ich leben. Leicht verstört, das ist mir aber auch egal. Ich werde die Stadt besuchen später. Ja. Du machst das schon, Schatz. Du besserst auch die Haushaltskasse auf. Jimmy, hallo? Kann ich Jimmy eigentlich Sachen schenken? Er ist eigentlich noch zu jung für Eis. Jörg. Eine Kürbissuppe. Kann ich dir schon was schenken? Nee. Hier, Jimmy mit Liebe gemacht. Ich kann ihm nicht schenken, schade. Selbstgemachte Kürbissuppe. Wenn sie nicht gewürzt ist, kann man sie dem geben. Na klar, ich habe für dich mal für den Garten bestellt. Danke. Ja, Jody versorgt uns schon seit längerer Zeit mit tollen Sachen. Das nehmen wir mal mit. Ich finde es schön, dass die Dinger so schnell kommen. Bin ehrlich gesagt fast versucht, einen anderen Edelstein reinzusetzen. Allerdings geht's eigentlich so. Kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Oh, so schöne bunte Schleime hier. Ich weiß gar nicht, ob bestimmte Schleime mehr bringen als andere. Ist aber eigentlich auch egal, oder? Ich habe echt gedacht, dieser versteinerte Schleim ist was Besonderes, aber ehrlich gesagt, seit ich das Ding habe. Ach ja. Ich überlege gerade, ob ich jetzt im Gewächshaus ein paar Pflanzen hier rausreiße einfach mal. Oh, super. Vielleicht tatsächlich sogar den Hopfen. Weil ehrlich gesagt, mich nervt, dass ich den jeden Tag mit ernten muss. Oh, okay, das sollte es eigentlich nicht, aber egal. Habe ich denn hier noch Speedcrow drin? Wollte Samen. Ich glaube, das ist doch egal. Hauptsache es wächst. Oder? Vielleicht hau ich mir das nochmal. Die Saat schnell in Saat mache und nehme auch ein bisschen Geschwindigkeitsdünger mit. Vielleicht wachsen die Früchte ja dann doch schneller. Das würde mich freuen. Dann komme ich schneller vorwärts. In meinem Vorhaben, die Welt zu erobern. Ah ja, so ist gut. Tomate, zack. Kranbach ist beim Mann nicht hier drin? Nö. Und vielleicht hier drin? Ah, okay. Tomate, die Winterwurzel kann eigentlich weg. Kaffee war hier. Kaffee kann ich auch demnächst weghauen. Mal sehen, wie viel rauskommt. Dreimal! Gut gelaufen. Also heute zu Grobus und ich würde gerne in die Stadt gehen. Mist. Ah, das geht im Nachhinein noch. Das ist ja gut. Kann ich das hier auch noch? Oh, okay. Kann ich im Nachhinein nochmal drauf machen? Ach, das verschwindet anscheinend. Okay, dann, ja. Was soll's.
Nimmt auf jeden Fall ein paar so langsam Form an. Und ehrlich gesagt, wenn ich da jetzt ein paar Sachen raus habe, dann habe ich auch nicht so ein zugeklumptes Inventar in Zukunft. Bin ich jetzt auch nicht traurig drüber. Oh, so ein lieber Stoßdämpfer. Ich vermisse meinen Stoßdämpfer. Das klingt total falsch, aber noch mehr vermisse ich eigentlich Träume. Das war eine tolle Gans. Und meine Henny vermisse ich tatsächlich auch. Das einzige Huhn, was ich dem ich echte Kunststückchen beigebracht habe. Das ist ein Thema, Hühner sind dämlich. Ich habe hier im Haus einen Hund, der wird es nicht hinkriegen, so gut. Weil er nämlich dämlich ist. Okay. Wieder bloß Tinkerbell heute. Ansonsten nur Kuhmilch. Ja, Fritzchen. Ich weiß, du kämpfst um Anerkennung. Es muss aufhören. Und dann können wir uns ja eigentlich schon an die Sachen machen, die wir eigentlich ursprünglich wollten. Gute Granatapfel. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich diese Fledermäuse gemacht habe, damit ich das Stadtzentrum schneller fertig kriege. Aber wirklich bis Ende des zweiten Jahres. Oh Mist, ich habe einmal Milch vergessen. Egal, ich war jetzt im Verkauf. Ist jetzt halt so. Was ist hier drin? Ach, das ist ein Supergranatapfel. Den verkaufen wir nicht. Den verkaufen wir. Da behalte ich tatsächlich lieber den normalen. Einmal Iridiumwolle. Die werde ich auch behalten. Warum? Weil die mir einfach zu viel bringt, wenn ich die so gebe. Und einmal normale Wolle aber auch noch. Ne, dreimal goldene. Vielleicht sollte ich nochmal in den Keller gehen. Ne. So. Gucken wir mal, was wir hier alles mitnehmen können tatsächlich. Geoden, das kann mit. Geoden, Geoden. Kann ich das auch? Gucken, ob ich das auch abgeben kann. Das wertvoll hat aber sonst keinen Nutzen. Wir werden sehen, ob ich den abgeben kann. Könnte ja auch ein altes Artefakt sein. Wer weiß das schon? Ihr wahrscheinlich. Ich nicht. Gut, dass die Sachen schon auf Golden sind. Sind sie wenigstens schneller fertig. So, das wird ordentliche Ausbeute geben, hoffe ich mal. Wenn wir heute beim Schmied sind. Ich muss mein Inventar leer räumen. Mann, ich bräuchte echt mehr Platz da drin. Ich hätte nie gedacht, dass das Ding voll wird. Ehrlich, ich hätte es nie erwartet. Wisst ihr was? Den nehmen wir jetzt mal mit. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon mal gesehen haben. Einfach nur, damit wir ihn mal sehen. Ich habe mal, oder ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal gesehen haben. Er bringt uns eigentlich nicht viel, weil da kommt, fällt so wenig Zeug ab. Wie selten hier Züge durchfahren, oder? Das scheint auch so ein random Ereignis zu sein.
Ein zufälliges Ereignis, Entschuldigung. Hoffentlich schaffen wir es dann noch rechtzeitig zum Schmied. Ist es noch da, das Ding? Wenn ich dagegen schlage, kriege ich Schaden. Und hier fällt jetzt mal Kohle und ab und zu Steine und Geoden ab. Aber das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Oh, ich habe vergessen, das Zeug für die Junimo-Hütte mitzunehmen. Naja, egal. Oh, ich schaff's nicht mehr zum Schmied. Das gibt's doch nicht. Hi, Sebastian. Jetzt habe ich den ganzen Tag rumgemacht und schaff's nicht mehr zum Schmied. Der hat jetzt zu, wenn ich wieder da bin. Da gucke ich mal, ob ich noch wenigstens Gunther was geben kann. Da kann ich den Rest dann wenigstens verkaufen. Die Geoden kann ich morgen auch noch aufbrechen. Glaube ich zumindest. Mann, die Zeit ist in dem Spiel echt knapp bemessen, habe ich das Gefühl. Ich sollte einige Sachen wirklich auf später verlegen. Ja. Die Mülltonnen zu sammeln hat auch nur so begrenzte Nutzen. Ah, wir können was spenden. Die Flöte wahrscheinlich bloß. Okay, wir können die Flöte spenden und sonst nichts. Neue Belohnung. Flötenblock. Ja, würde ich sagen, wir verkaufen den Rest einfach mal. Komisch, ich hätte schwören können, dass wir die uralte Saat. Ah, die haben wir wahrscheinlich schon abgelegt. So, gehen wir mal zu Krobus, denn der verkauft uns halt wieder einen Iridium-Sprinkler. Den nehme ich gerne mit. Echt schade, dass er nur einen verkauft. Er wollte nicht mit uns reden. Aus Gründen. Meine Katze spinnt schon wieder. Was passiert eigentlich, wenn ich an den Strand gehe? Passiert ein neues Ereignis mit ihm? Nö. Ich kann trotzdem mal wieder an den Strand gehen. So, und diese ganzen Sachen hier sammeln. Austern und Miesmuscheln. Und gemischte Saat. Ja, alle die Sachen, die man braucht. Dein Inventar ist voll, wie ich das liebe. Hier, yeah, die können wir immer essen. Ach ja, ich krieg wahrscheinlich auch wieder gar nicht alles. Hier gibt's doch bestimmt wieder die Korallen. Die blauen. Oder wie sind die Sea Urchin, die giftigen Seeigel? Was können wir wegschmeißen? Ach, wisst ihr was? Den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Alles nicht so wichtig. Penny hat ja auch noch ein Liebestechtelmechtel mit uns vor. Da müssen wir ja abends hochgehen. Nehmen wir das heute mit? Ich glaube schon. Heute könnte man es mitnehmen. Ich leere jetzt noch mein ganzes Inventar aus und dann können wir da hochreiten. Und dann können wir nochmal in die Mine gehen und noch ein bisschen was tun. Und morgen würde ich dann wirklich gerne relativ früh endlich mal die ganzen Geoden aufknacken. Das kann ich eh nicht mitnehmen. Ist auch nicht so wichtig. Ahornsirup. Haben wir auch so viel von. Damit können wir eigentlich, das könnten wir eigentlich auch alles verkaufen. Die Sachen lagern wir jetzt auch mal ein. Okay, die nicht so. Bleibt hier. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Das ist anscheinend schon vergeben. Die können wir verkaufen. Die war, glaube ich, relativ wertvoll. Komisch, hätte ich keine Nautilus hier irgendwie drin? Das wundert mich. Die kann eigentlich raus. Da könnte ich die Nautilus dafür rein.
Wer kennt nicht den Film Meuterei auf der Nautilus? Da gehört's eher rein. Haben wir noch irgendwo diese komischen Dinger? Dass wir die eigentlich hier lassen können. Flötenblock kann eigentlich auch hier rein. Den brauche ich jetzt echt nicht. Die ganzen Artefakte hebe ich auf jeden Fall nicht auf. Ich gehe mal hier hinten noch. Hier gab es doch, glaube ich, noch so einen Schrein. Da kann ich das gleich mal ausprobieren mit der Fackel. Wenn ich die Schreine mit der Fackel erleuchte. Es gibt so eine Herausforderung, die Dinger zu... Also nicht ein Erfolg, sondern man kriegt Punkte dafür, wenn man die Dinger anzündet. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger anzündet. Stand irgendwo einer. Ich weiß noch nicht mehr wo. Penny? Oh, okay. Es ist eigentlich nach Einbruch der Nacht, da dachte ich. Queenie! Merkwürdig. Nach Einbruch der Nacht. Oder zählt das jetzt ab 21 Uhr? Nö, anscheinend ist das vollkommen egal. Penny mag uns nicht mehr. Naja, was soll's. Penny ist nicht so wichtig. Kleinen Moment. Schmeißt ihre Spielsachen unter die Couch und... Blöde Katze. Dann krallt sie in die Couch, um wieder ranzukommen. Obwohl sie weiß, dass es nicht darf. So, wir waren bei der 55, da lief's ganz gut. Ich habe schon wieder vergessen, Bomben mitzunehmen. Ach, was soll's. Ich glaube, auf der 56 hatten wir das letzte Mal so viele von denen. Oh, da haben sie sich gefreut. Ja, frei tot. Suizid-Staubgeister? Ihr habt was Besonderes. Ach, wisst ihr noch, als Gold mal wertvoll war? Ich meine, es ist immer noch etliches wert, aber... Für mich hat es irgendwie an Wert ein bisschen verloren. Ich glaube, anfangs ist alles wertvoll. Vor allem, wo ich das alles, wo ich so viel Gold geschmolzen habe und das einfach verkauft habe, das waren noch Zeiten. Ach, wisst ihr noch, wie ich mich gefreut habe, dass ich dann mehr für das Gold bekomme? Übrigens, das Gold werde ich auch in Massen verkaufen, wenn es dann darum geht. Echt schade, dass diese Kristalle nichts bringen. Wie hoch springen die denn manchmal? So, haben wir noch mehr Staubgeister. Tschüss. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch erstmal auf die Skelette gehen sollte. Weil ich die ja relativ viel schneller fertig kriegen müsste. Ich weiß aber nicht, ob wo die anfangen. Müsste ich eigentlich aber relativ schnell rausfinden. Ich könnte ja mal spaßeshalber auf Level 70 oder so gehen. Da könnte ich ja schon Glück haben. Ansonsten würde ich mir echt die 55 so vormerken.
weil man auf der 56 so unglaublich viele Geister kriegt. So muss ich auf die 70. Okay, hier gibt es auch etliche. Und Skelette. Also brauchen wir ja bloß 50. Oh, ich muss heim, ich muss heim. Ich bin so ein Idiot. Ich unterschätze es immer wieder. Ich glaube, mein Pferd steht nicht hier diesmal. Das schaffen wir nicht. Wenn, schaffen wir es wieder ganz, ganz kurz. Oh, wir schaffen es ganz, ganz knapp. Juhu! Hier kann ich wohl jetzt einschlafen. Hey, wir sind direkt im Bett eingeschlafen. Schön. Schöne Sache, direkt im Bett eingeschlafen. Perfekt. Ja, Granate, wir bringen schon mal einiges. Das Zeug, ja. Ein bisschen.